Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute am Donnerstag Action, Fun und noch viel mehr hier in der Kitchen. Los geht's! Puh, da ich immer wieder gefragt werde, Martin, was soll das mit dem Müsli? Müsli. Überall. Ständig Müsli. Müsli, was ist das? Was soll das? Verstehe ich nicht. Was ist der Punkt? Habe ich mir gedacht, mache ich einfach mal Sondersendung mit Sonderthema. Gesunde Ernährung durch Müsli. Kurze Story zu meiner Müsli-Leidenschaft. Früher habe ich äußerst ungern Obst gegessen. Also äußerst ungern. Da habe ich vielleicht so, weiß ich nicht, in der Woche 2 Bananen und einen Apfel so runtergekriegt, weil ich versucht habe, das immer pur reinzuwürgen. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, wenn man da ein bisschen anderes Zeug mit reinmischt, dann geht das ziemlich gut runter, schmeckt und im Wesentlichen fühle ich mich richtig gut vorbereitet auf den Tag. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass wenn ich irgendwo, egal wo ich bin, überall brauche ich Müsli zum Frühstück. Wenn ich mein Müsli nicht kriege, dann geht nichts los, dann fühle ich mich unwohl, dann ist der ganze Tag eigentlich verloren. Überall, also alles, das geht aber nicht. Für viele ist es vielleicht ein bisschen anstrengend, jeden Früh da so groß was vorzubereiten, zu schnibbeln und dann reinzumachen. Aber ich kann euch sagen, wenn man da einmal so eine Routine drin hat, dann braucht man nicht mehr 45 Minuten, dann braucht man nur noch 38 Minuten. Und ruckzuck ist das Müsli fertig. Ohne großen Aufwand, nee, mit sehr viel Aufwand, sehr leckeres Essen. Also los, ab in die Küche. Die Müsli-Vorbereitung beginnt natürlich nicht erst morgens, sondern am Abend vorher. Also jeden Abend. Und warum müssen wir auf Tiefkühlbeeren zurückgreifen? Weil ihr kennt das Problem. Steht im Laden und denkt, mein Gott, sind das schöne Beeren. Eine schöner als die andere. Oder im Sommer, mein Gott, sind das schöne Pfirsiche. Und dann kommt ihr zu Hause an und alle sind verschimmelt. Um dem vorzubeugen, TK-Beeren. 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 Guten Morgen. Ich würde sagen, die kulinarische Reise beginnt. Gleich. Also neben dem Obst, das schnell geschnippelt ist und von weit herkommt oder auch von nah an herkommt, mache ich noch die folgenden Sachen rein. Nur noch einige wenige Zutaten und dann ist es wirklich schon fertig. Dinkelflocken, Kokosraspel, Amaranth gepufft, Chiasamen, Zimt, Gagal, Leinsamen, Haferflocken. Damit aber nicht genug. Ab und zu gönne ich nochmal noch richtig was Verrücktes. Und zwar ein paar Samen und Nüsse. Unter anderem Cashewkerne, Sonnenblumenkerne, Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse oder auch Kürbiskerne. Vielleicht noch als kleiner Zusatztipp am Ende, wer jetzt sagt, das Müsli ist jetzt nicht so unbedingt meine Sache, dem kann ich empfehlen, noch 1-2 Mettigel zuzufügen. Dann wird es wirklich ein Genuss. Kann ich euch wirklich aus eigener Erfahrung sagen. 1-2 Mettigel noch dran. Dann soll es wirklich jedem schmecken. Mahlzeit.
immer als kleine Anregung, wie kann man mit viel Aufwand, wie kann man mit viel Aufwand und viel Zutaten ein wundervolles Essen zubereiten. Und da ich gemerkt habe, dass es das letzte Mal mega gut geklappt hat, vielen Dank an alle, die sich an der am Kennenlernprozess beteiligt haben, durch die Kommentare ihrer Lieblingsfarben. Mega genial, ich war total überrascht, dass so viele mitgemacht haben. Mega stark, super cool. Jetzt vielleicht bei dem Thema gleich nochmal die Frage, was ist euer Lieblingsessen? Bockwurst zum Beispiel, Grützwurst, Pansen vielleicht, was auch immer. Das nochmal als zweite Runde des Kennenlernspiels. Ich meine, die Lieblingsfarbe ist das eine. Das Lieblingsessen, da geht es schon ein bisschen ums Eingemachte, das andere. Also bitte kurz in die Kommentare euer Lieblingsessen schreiben, so wie ich das auch gleich tun werde. Ansonsten vielen Dank fürs Zugucken, macht euch den Aufwand, es lohnt sich wirklich. Morgen packe ich die Koffer, denn genau ein Jahr ist jetzt rum, seitdem ich den Channel hier angefangen habe. Das heißt, es geht wieder ab nach Mallorca. Also vielen Dank, euer Essen in die Kommentare, gerne auch mit den Rezeptvorschlägen. Danke fürs Zugucken und wir sehen uns auf Mallorca oder nach Mallorca. Tschüss!